Moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Bevor wir mit den ausführlichen einzelnen Tipps weitermachen, hier nochmal eine kleine Zusammenstellung von wenigen Tipps für Anfänger und auch ein bisschen für Fortgeschrittene. Vielleicht ist das für euch dabei. Bevor die Runde beginnt, ist natürlich ganz wichtig die Teamaufstellung. Mit ein bisschen Spielerfahrung könnt ihr durchaus erahnen, wo die Gegner den Spot wählen. Dann ist es wichtig, dass ihr dafür sorgt, dass ihr die richtige Teamzusammenstellung habt. Zum Beispiel, wenn ihr vermutet, dass auf Bank die Gegner ganz unten im Keller sitzen, wo sie normalerweise immer in der ersten Runde sind, wäre es sinnvoll, wenn ihr einen Termite und einen Monty mitnehmt, vorausgesetzt ihr spielt Bombe. So könnt ihr eine ganz wichtige Wand aufmachen, wie ihr gerade hier seht, und dann kann einfach Monty sich vor euch stellen, ihr könnt hinten dran blenden und die Sache ist erledigt. Außerdem wären eure Siegchancen um ein Vielfaches höher, wenn nicht jeder einfach spielt, was er will, sondern ihr eine richtige Zusammenstellung eures Teams für die jeweilige Runde habt. Schießen und Nachladen. Auch ein sehr wichtiges Thema. Gerade das Nachladen ist auch bei mir ein Problem, da man einfach aus Reflex schon direkt nachladet, sobald man eben einen Gegner erschossen hat. Das kann aber ganz schön schief gehen, wenn er nicht alleine war und dann noch zwei oder drei sind. Und vielleicht meint ihr auch einfach, es wäre sicher und dann kommt plötzlich jemand um die Ecke. Von daher wartet immer kurz, wenn ihr jemand erschossen habt und ladet erst dann nach, wenn es wirklich sinnvoll ist. Oder wenn ihr nur noch 5 Schuss habt, dann wird es natürlich auch schwierig, einen zweiten wegzuholen. Aber grundsätzlich verbraucht ihr in der Regel, wenn ihr das relativ gut hinbekommt, 10 Schuss für den Gegner. Dann habt ihr meistens immer noch 20 oder 15 übrig und könnt immer noch schnell reagieren. Wichtig ist auch das richtige Schussverhalten. Natürlich könnt ihr im direkten Duell auf kurze Distanz schon ein bisschen durchsprayen oder draufhalten, dass ihr den Gegner erwischt. Allerdings, wenn der Gegner jetzt weiter wegsteht, gerade wenn ihr die berüchtigten Spawn-Peaks machen möchtet, wäre es sinnvoll, wenn ihr nicht einfach Dauerfeuer gebt. Einzelschussfeuer oder leichte Salven helfen euch besser, den Gegner zu treffen. Das ist auch grundsätzlich ein Tipp, wenn es auf Distanz geht. Denn ihr müsst immer an euren Rückstoß denken, der Waffe. Der ist bei jeder Waffe ein bisschen anders. Mal schlimmer, mal weniger schlimm. Und je nachdem, wie ihr draufhaltet, kann es durchaus sein, dass ihr die Gegner kein einziges Mal trefft. Der Rückstoß wird sich wahrscheinlich bald noch ein bisschen ändern. Aber bis dahin, wie gesagt, auf große Distanzen und vielleicht auch schon auf mittlere Distanzen macht es Sinn, nur kurze Salven zu feuern oder Einzelschussfeuer. Ihr könnt in Rainbow Six Siege sogar den Feuermodus auf Salve bei manchen Waffen oder auch auf Einzelschuss selbst ändern. Das empfehle ich euch aber weniger. Denn je nach Situation kann es sein, dass ihr kurz den Einzelfeuermodus braucht, aber dann plötzlich auf die nächste Sekunde den Dauerfeuermodus, weil um die Ecke ein Gegner reinstürmt. Und bis ihr das umgeschaltet habt, ist in der Regel zu spät. Außerdem kann es passieren, dass ihr noch im Einzelfeuermodus seid, ihr denkt aber, dass ihr bereits umgeschaltet habt und schießt und haltet dann auf der Maus drauf und es kommt nur ein Schuss raus. Auch blöd. Von daher versucht lieber selbst, diesen Salvenmodus und diesen Einzelschussfeuer zu regulieren. Das geht bei den meisten Waffen eigentlich ziemlich einfach. Spawnpeaks und Runouts. Wer kennt es nicht? Ihr startet, wollt richtig loslegen und dann seid ihr schon tot. Gerade in höherer Elo und auch bei Smurfs, die es ja doch einige gibt, passiert es sehr häufig, dass euch die Gegner schon versuchen, am Spawn wegzuholen. Was könnt ihr dagegen tun? Nun ist es eigentlich relativ einfach. Ihr müsst einfach euch merken, an welchen Positionen, an welchen Fenstern, an welchen Türen besonders oft euch an Verteidiger entgegenlaufen, euch wegschießen oder rausschauen und euch dann wegschießen. Wie könnt ihr dann dem Ganzen entgegenwirken? Nun, es gibt verschiedene Positionen. Zum einen könnt ihr euch einfach hinlegen. Da haben wir zum Beispiel Bank. Ich zeige euch das hier gerade mal im Hintergrund. Und zum anderen könnt ihr einfach diese Fenster und Türen vorher schon abaimen und so dann eben die Gegner wegholen. Das ist natürlich gerade für Anfänger eine schwierige Sache herauszufinden, wo könnte jetzt hier ein Spawn-Peak stattfinden. Aber mit ein bisschen Spielzeit kriegt ihr das schon hin. Eine andere Möglichkeit ist, dass ihr einfach ein bisschen bei YouTube schaut oder auch bei Reddit und guckt, was dort so die Leute sagen, wo wird oft gespawnpeakt und so könnt ihr auch ein bisschen schneller herausfinden, wie ihr reagieren müsst und auf welche Fenster und Türen ihr aimen müsst. Der Sound ist ein ganz wichtiges Thema in Rainbow Six Siege. Es sollte tatsächlich immer noch einige geben, die mit Lautsprecher spielen. So jemand möchte ich eigentlich nicht im Team haben. Nein, ein gutes Headset und eine ordentliche Lautstärke sorgt definitiv dafür, dass ihr im Spiel euch besser zurechtfindet. Ihr könnt eure Gegner besser hören und wisst, aus welcher Richtung sie kommen. Und hier mal noch eine kleine Ansage an diese ganzen Pseudo-Surround-Sound-Gaming-Headsets. Dieser Surround-Sound, der euch da geboten wird, ist immer virtuell. Der ist nicht echt. Rainbow Six Siege bietet keinen Dolby Surround Sound. Also schaltet diesen Blödsinn aus und spielt lieber in Stereo. Es wird eine Umgewöhnung sein, aber glaubt mir, es ist viel einfacher, die Gegner für euch zu orten, wenn ihr in Stereo spielt. Denn in diesem
Surround Sound, in Anführungszeichen, werden die Sounds so vermischt, dass ihr nicht genau wisst, kommt der Gegner von links oder von rechts. Im Stereo-Modus funktioniert es einwandfrei. Ihr hört viel, viel mehr. Probiert es einfach mal aus, wenn ihr es nicht schon macht. Was kann euch noch helfen, Gegner besser zu orten? Nun, zum einen haben wir den klassischen Stacheldraht. Ihr könnt aber auch an Türen und Fenstern Barrikaden leicht einschlagen, um zum Beispiel Fuse oder ähnliches besser zu hören oder auch wenn ein Gegner dort kommt. Interessant ist auch für diejenigen, die es nicht wussten, wenn ihr eine Tür oder ein Fenster zweimal anschlägt, dann geht es beim dritten Mal immer auf. Das heißt, wenn ihr ein Fenster nach außen, zum Beispiel auf Oregon, das große Fenster oben beim Schlafzimmer, zweimal angeschlagen habt, der Gegner sieht das nicht, schlägt dann einmal drauf, dann steht er plötzlich vor dem offenen Fenster. Zum einen macht das eine Menge Krach, zum anderen könntet ihr ihm theoretisch direkt einen Headshot geben. Aber Vorsicht, viele schießen auch schon von weit weg auf diese Fenster. Dann ist noch ein ganz wichtiger Punkt, nutzt die Map. Was meine ich damit? Nun, je nach Operator, den ihr auswählt, könnt ihr eine Menge zerstören. Ihr könnt mit Bug nicht nur Löcher in Wände machen, ihr könnt auch den Fußboden öffnen, ihr könnt von unten die Decke öffnen. Und an Spots, wo ihr wisst, dass sich ein Gegner befindet oder wo sich normalerweise immer jemand befindet, macht ihr einfach ein Loch von unten und könnt ihn wegholen. Außerdem sorgt ihr dafür, wenn er von unten viele Löcher macht, dass sich der Gegner schwerer bewegen kann, weil überall könnte er von unten erschossen werden. Passt aber gut auf, denn gerade die, die damit umzugehen wissen, schießen einfach zurück und vielleicht seid dann ihr derjenige, der stirbt. Ihr wollt direkt den Rank richtig losstarten? Dann empfehle ich euch nach dem Spielstart vielleicht nicht direkt Ranked anzuschmeißen. Spielt erstmal ein, zwei Runden Terroristenjagd oder auch Casual, damit ihr einfach ein bisschen in das Aim-Gefühl wieder reinkommt. Ihr seid nicht schlechter geworden wie in der letzten Runde. Trotzdem macht es Sinn, erstmal ein bisschen zu üben und warm zu werden. Gerade Terroristenjagd ist hierfür sehr gut geeignet. Versucht einfach mal nur Headshots zu machen. Und wenn ihr dann warm gespielt seid, dann könnt ihr einfach in Ranked durchstarten. Und ihr werdet merken, es funktioniert deutlich einfacher, wie wenn ihr direkt mit Ranked loslegt. So, das war's dann auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal einen Daumen da oder ein Abo, wenn ihr neu seid. Und über Kommentare und Fragen würde ich mich natürlich auch freuen. Ich schaue mir die gerne an und verwende sie dann auch in meinen nächsten Videos. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.